Damit ein herzliches Willkommen hier aus dem sehr verregneten Budapest. Ich bin kein großer Fan von Ungarn, aber ich kann euch sagen, wenn euch das Video nicht anguckt, ihr werdet was verpassen, denn wir haben heute Weird Crash, Safety Car, Red Flag und vieles mehr, Regenchaos und das alles nach einem sehr harmonischen Qualifying. Also, abonniert gern kostenlos den Channel hier. Jetzt hier Budapest, 4,3 Kilometer, 14 Kurven, eine DRS-Zone, macht es ziemlich schwierig hier, zwei DRS-Zonen, die machen es dennoch schwierig hier zu überholen. Lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da und schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei, Links wie immer alle unten in der Bio. Es geht hier aus der letzten Kurve raus, viel Verkehr, wie eigentlich die letzten Rennen immer und auch mit dem Basic Design geht es jetzt Richtung Turn 1. Die sollten wir gut erwischen, der erste Run, beziehungsweise ja, der erste Run, hat mich nur auf den 10. Platz gebracht, deswegen muss ich hier ein bisschen zaubern und dann geht es hier in diese erste langgezogene Linkskurve, die ist eigentlich überschüttet mit solchen langgezogenen Kurven, Budapest generell. Dann hoch auf den Berg, hier hatte Massa mal seinen Crash mit der Feder und ja, das war echt ein horrormäßiger Unfall 2009. Rechts nur nicht die Betonwurst erwischen, beim Gas geben, hier früh aufs Gas gehen. Und dann kommt die Zickzack-Kurve, die ich absolut nicht beherrsche, aber dennoch hier gut gemeistert habe, würde ich mal sagen. Jetzt geht es in den Sektor, wo du kaum ja, nachlassen darfst. Du darfst kaum atmen, konzentriert bleiben, bis hier dann, wo meiner Meinung nach eigentlich eine DS-Zone gehören würde. Und dann geht es hier runter den Berg. 4/10 konnte ich schon finden, kein Purple, aber 4/10 sind wir auch schneller als Carlos Sainz auf dem 8. Platz. Das heißt, wir sind da gut und schön eigentlich schon in den Top 5 drinnen. Aus der vorletzten Kurve raus wieder ein bisschen Zeit gewonnen. Die letzte Kurve ist ganz interessant und schwierig. Denn hier musst du früh aufs Gas gehen, darfst aber auch nicht zu früh, sonst drehst du dich weg. Wo bleibt die Uhr stehen? Gucken wir uns mal die Startausstellung an. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lando Norris ist gestern eine super Runde gefahren und startet von der Pole Position. Und daneben steht Max Verstappen. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Der Wissenschaftler, Ocon, Gasly, Tsunoda, Hauger, Sainz, Leclerc, Oscar Piastri, Stroll, Drugovic, Daruvala, De Vries, Liam Lawson, Russell, Theo Pourchaire, Albon, Joe, Doohan, Magnussen und Logan Sargeant. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Wir sind nur auf dem 3. Platz, aber habt ihr die Abstände gesehen? Die Top 5 innerhalb von 2/10, das ist schon wirklich krank. Ich komme hier eigentlich okay weg, Max Verstappen hat hier einen eher schlechteren Start. Im Windschatten komme ich näher an Lando Norris dran, der auch schon in Großbritannien im letzten Rennen sehr, sehr strong war. Schaut gerne oben rechts vorbei, da ist das Video verlinkt. Außen kann ich jetzt natürlich mit einem leichten Quersteher. Die Bedingungen sind ganz, ganz schwierig. Traktionskontrolle, Mittel, Selbstbremsen, Selbstschalten und das im Regen ist wirklich eine unfassbar schwierige Sache. Auch Lando Norris hier mit einem ganz, ganz, ja, Quersteher, das ist schon, da komme ich neben die Strecke. Die Bedingungen sind wirklich hundsübel und warum bekomme immer ich diesen Regen? Es ist wirklich schon einfach nur traurig. Es ist so beschämend hier, solche Drecksbedingungen. Ich mag sie einfach nicht. Wir hatten jetzt in so vielen Rennen dieser Season schon Regenrennen. Also es ist wirklich erbärmlich. Auch hier meine Leistung aktuell sehr, sehr erbärmlich. Bin schon aus dem theoretischen DS-Fenster, das es eh nicht gibt, im Regen rausgeflogen. Und ich muss jetzt einfach beten, dass ich mich da in 25 sehr, sehr langen Runden habe das gesehen. Ich lenke ein und da kommt mir direkt das Heck. Es ist so krass schwierig hier zu fahren. In 25 ewig langen Runden sollte es natürlich bis zum Ende hin regnen. Muss ich es irgendwie hier schaffen, ja, mich an Norris dran zu robben. Es wäre natürlich top, aber ja, aktuell scheint alles nichts zu bringen. Also aktuell scheint es so, als ob uns Lando Norris hier dominiert. Also der ist da wirklich das Maß aller Dinge. Aus der letzten Kurve raus, aber mal kann ich ein Statement setzen, wir bleiben immerhin in, ja, im Sekundenfenster und hüpfen da auf der Geraden alleine 2/10 nach hinten. Hier nochmal die Startaufstellung, Norris ist gut weggekommen, Verstappen eher einen grottigen Start, wir auf dem 4., auf dem 3. Platz sind da wirklich auch mittelmäßig weggekommen. Dahinter gab es auch viele drumherum, auch der Red Bull war
strong. Der war wirklich strong. Verstappen auch ganz, ganz spät gebremst. Ja, hier mit dem frühen Gassteiger bin ich richtig rausgerutscht aus der ersten Kurve. War aber glücklicherweise schon an Verstappen vorbei. Und auch hier, da war dann ein Rutscher von Norris drin. Da hatte ich mal kurz ein bisschen Passion, aber ja, das war ganz schnell weg, dass ich hier dann nicht mal die Kurve einlenken konnte. Aus der letzten Kurve geht es hier raus. Zweite Runde ist mittlerweile vorbei. Wir konnten unseren Vorsprung auf Norris ausbauen. Also sagen wir mal, Norris konnte den Vorsprung auf uns ausbauen. Der ist jetzt schon 1,7 Sekunden weg. Und es scheint so, als ob ich hier eher gegen Max Verstappen kämpfen müsste, als gegen Norris um den Sieg. Ist natürlich bitter, aber solche Bedingungen, da musst du dich halt wirklich mal drauf einstellen. Und schau dir mal, wie zaghaft ich hier aufs Gas gehen muss, weil ich mich kaum traue, irgendwie aufs Gas zu steigen und verliere trotzdem meine Zehntel. Es ist ganz, 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 ganz schwierig. 1,355 Sekunden sind wir hinter Lando Norris. Also jetzt ist gelb da hinten. Nein, da steht ein Red Bull. Es ist, glaube ich, Esteban Ocon. Purple jetzt im Mittelsektor. Und natürlich, jetzt, wo ich endlich eine Fahrt aufgenommen habe, jetzt kommt die Red Flag, Leute. Das ist einfach nur, ja, eigentlich trotzdem gut für uns. Wir können uns einen frischen Start Softs gönnen oder vielleicht ist sogar schon trocken. Jetzt gucken wir uns aber mal an, was es mit dem Wetter auf sich hat. Ach, wieder Inters. Aber zum Ende hin wird es dann trocken. Das könnte dann nochmal meine Chance werden, um hier auch mit den Slicks ein bisschen durchzugreifen. Jetzt gucken wir uns aber mal an, was Ocon hier aufgeführt hat. Und er hatte hier, what the fuck, was für ein Noob. Also das ist mir auch noch nie passiert. Ist er vielleicht auf den Curb gekommen, aber selbst dann dreht es dich hier doch nicht so aus. Also ich muss mir das auf jeden Fall von der Innenperspektive noch einmal angucken. Er hat innen den Curb berührt. Ja, das ist eigentlich blöd. Das sind solche Bedingungen, die kannst du auch eher unterschätzen. Und da fragst du dich halt auch dann teilweise, wie ist das überhaupt möglich gewesen? Gut, beschert uns hier einen Restart, was mich natürlich glücklich macht. Dem 1 gegen 1 Duell könnte ich da tatsächlich was machen. Lights out und let's go. Das zweite Mal an diesem Renntag heute. Und wir kommen nicht so gut weg als vorhin beim Start. Können aber jetzt dann dennoch Richtung Turn 1 an Lando Norris dran gehen. Ich gehe diesmal ein bisschen früher an die Bremse. Hoffe, dass Norris da keinen dummen Trick im Petto hat. Wir gehen nebeneinander hier raus. Das könnte natürlich jetzt interesting werden. Wir würden da vorne bleiben, aber ich will natürlich auch ihn nicht hier von der Strecke drängen. Da komme ich auf diesen Curb drauf. Das war natürlich gar nicht mein Ding. Und ja, dass ich hier ins Gras gekommen bin, war absolut bodenlos. Das war bodenlos schwach. Da zieht Norris wieder außen an uns vorbei. Und ich muss mich hier tatsächlich... Ja, natürlich komme ich hier neben die Strecke und noch Yuki wittert hier seine Chance. Das ist natürlich ganz, ganz bad, wenn das heute alles so passieren wird. Boah, da muss ich den Körper komplett schneiden. Natürlich ein Traum für den Unterboden, das will ich euch nur mal geraten haben. Falls ihr mal Pläne habt, wie ihr euer Rennen zerstören könnt, fährt gerne über diesen Körper drüber. Das macht das Ganze natürlich bestimmt besser. Lando Norris hier sehr, sehr zaghaft, aber auch ich hier ja, ein bisschen drüber. Er ein bisschen vorsichtig, ich ein bisschen übermütig. Das trifft sich dann leider meistens nicht so gut. Das ist dann tatsächlich ganz, 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 ganz intensiv. Hier nochmal der Start. Und da sehen wir auch, wie gut Norris sein Restart war, aber vor allem auch, wie etwas schwach meiner war. Da bin ich echt froh, dass ich dann tatsächlich auch den zweiten Platz behaupten konnte. Also gerade Richtung Turn 1 war es dann echt knapp. Ähnlich wie beim ersten Start schon mal bin ich wieder an der Außenlinie geblieben. Hatte hier auch theoretisch die bessere Linie und ja, hat sich dann doch nicht ganz ausgezahlt. Fünfte Runde hier ist vorbei und jetzt bin ich das erste Mal so richtig nah an Lando Norris dran. Also wirklich, da bin ich sehr, sehr nah. Lila im letzten Sektor, im Windschatten sauge ich mich hier Richtung T1 dran. Das reicht nicht, da kommt es sogar zu einer leichten Berührung. Das war nicht gerade gut, da werde ich auch eine Verwarnung bekommen, zu Recht aber auch, denn ich war zu spät an der Bremse und bin dann auch viel zu spät reingegangen. Dann hier rauf diesen Berg wieder und da verliere ich extrem viel Zeit, gerade in der vorherigen Kurve. Das ist da tatsächlich sehr, 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 sehr schwierig von den Bedingungen her.
Wir sind mittlerweile auf einer sehr abtrockneten Strecke. Lando Norris ist da tatsächlich schon kilometerweit weg. Das ist tatsächlich nicht gerade das, was ich mir gewünscht habe oder gehofft habe. Doch jetzt scheint es auch so, als ob es reichen wird. Alle anderen waren schon in der Box. Yuki Magnussen und ich waren noch so ein bisschen auf diesen vorsichtigen Basis unterwegs. Das wird mir jetzt echt zum Verhängnis werden. Aber ich habe auch so ein bisschen gehofft, dass vielleicht es nicht so schnell abtrocknet und wir dann eventuell auf die roten Reifen gehen können. Das wird aber nichts. Also das wird nicht funktionieren. Auch die 17 Sekunden zu Lando Norris, die werden bestimmt nicht ausreichen. Also der Overcut war ein Fehler und er war ein Riesenfehler. Denn wir fallen hinter Max Verstappen, Charles Leclerc, Dennis Hauger zurück und müssen jetzt uns an dieser Kampfgruppe wieder zurück überholen. Was uns natürlich enorm nach hinten wirft. Also der Sieg scheint somit nicht mehr möglich zu sein. Es müsste schon ein Wunder passieren, dass wir mit dem länger draußen bleiben hier tatsächlich erfolgreich werden. Das ist nicht, glaube ich nicht, dass wir das mehr schaffen können. Eventuell, natürlich, wir sollen den Kopf nicht in den Sand stecken. Ich komme hier mit diesen Glückskicksen-Sprüchen. 14 Runden sind es noch zu gehen, also wir haben nicht mal noch die Hälfte. Es kann noch vieles passieren. Vielleicht gehen noch ein paar rein auf einen anderen Stint. Vielleicht gehen wir nochmal rein mit einem roten Reifen. Vielleicht kommt auch noch was uns komplett in die Karten spielt oder auch nicht. Aber jetzt mal einen kurzen Cut, denn wir werden hier an Max Verstappen, Dennis Hauger mal drankommen aus der letzten Kurve raus. Und es ist zu sehen, dass wir ja so ein bisschen in einem DRS-Train feststecken. Lando Norris mit der schnellsten Runde fährt da vorne mal davon. Aber wir können da kontern mit 1:20.3. Ich kenne das Spiel schon, also es ist jetzt tatsächlich, jetzt fahre ich die schnellste Runde und eine Runde später er, dann wieder ich, dann wieder er, dann wieder ich. Und wir sind jetzt an Dennis Hauger in Turn 1 vorbeigegangen. Das war mal die einfachere Sache. Gegen Max Verstappen, aber vor allem auch gegen Charles Leclerc, wird es dann deutlich schwieriger. Gerade gegen Verstappen, der ist ja im gleichen Auto wie ich und wird auch die DRS noch bekommen aktuell. Also da müssen wir auf jeden Fall uns wahrscheinlich ein bisschen mehr anstrengen. Dass ich hier noch keine Verwarnung bekommen habe, das liegt einzig und allein dran, dass ich unter dem Tisch der FIA-Jungs bin. Also nein, nur Front oder so, aber das ist wirklich ein Wahnsinn. Ich darf mir da wirklich viel erlauben, was, glaube ich, so im Regularium nicht drinstehen würde. Jetzt aber mal hier über den Körper rattern und ich hoffe, dass ich im DRS-Fenster bleiben kann. Bis Startziel, da wird's aber das kann es nicht sein, Leute. Ich habe die Strategie verschissen und jetzt gibt es Safety Car, weil es da hinten erneut den Dude weggespinnt hat. Zweimal in einem Rennen. Unter feuchten Bedingungen kann ich das noch nachvollziehen. Aber zweimal im Rennen wegspinnen. Wir hatten jetzt einen Start, eine Red Flag, einen Restart, Regen und Safety Car. Also ich glaube, wenn du hier das Formel 1 Quartett das Bingo spielen würdest, ich hätte locker ein Bingo bei dem ganzen Stuff, was heute passiert ist. Jetzt fehlt nur noch ein weirder Crash der KI und wir haben heute wirklich jede Sache durch. Gucken wir nochmal ein paar Replays an. Das war gegen Lando Norris, da war ich noch nicht ganz bereit oder noch nicht ganz dran. Bekam dafür auch, glaube ich, keine Verwarnung, obwohl ich meiner Meinung nach auch eine verdient gehabt hätte. 10. Runde, da waren wir kurzfristig mal vorbei und ja, dann kam der Konter dann direkt von Norris. Jetzt hier dann der Spin von Pierre Gasly, glaube ich, ist das. Ist das Pierre Gasly? Doch, es ist die Nummer 10. Es sind halt immer diese eintönigen Spins in Formel 1, wirklich. Der spinnt sich weg, bleibt da mitten auf der Strecke stehen. Keine Ahnung, warum er einfach nicht weiterfährt. Vielleicht hat er irgendwie einen Anfall oder so, ich weiß es einfach nicht. Er hat nicht mal den Betonkörper erwischt und ihn hat es trotzdem weggespinnt. Mit frischen gelben Reifen, das finde ich schon sagenhaft. Und dass dann jede KI hinten dran bleibt. Warum fährt der Aston Martin nicht einfach weiter? Ich verstehe nicht, warum da ein Safety Car rauskommen muss. Jetzt geht's aber wieder weiter. Safety Car habe ich mal für euch glücklicherweise rausgeschnitten. Und Lights Out. Wieder mal los geht's hier. Ich bin ganz, ganz nah an Max Verstappen dran. Das ist sehr gut. Aber wo nimmt er jetzt auf einmal die Pace her? An der Hälfte der Geraden ist er auf einmal da. Wir gehen in Turn 1 mal vorsichtig innen rein und können uns behaupten. Ich hätte niemals im Leben das geschafft, an Lando Norris dran zu kommen. Das hat sich jetzt natürlich erübrigt, diese Arbeit. Wir sind wieder nah dran an den beiden. Meine Reifen sollten noch theoretisch die frischesten sein.
denn ich war ja auch am spätesten drin von allen. Naja, okay, am spätesten war der Aston drin, aber ich glaube, der holt sich eine neue Nase, oder? Also ich weiß nicht genau, was der Aston da in der Box macht. Egal, jetzt mal oben durch hier. Boah, vielleicht erquerst du ja. Ich will natürlich, ich sehe die beiden Jungs vor mir fahren. Ich will an denen vorbei, ich will die irgendwie overtaken, aber du kommst halt auch nicht mit so einer, ja, mit so einem Übermut da rein oder mit so einer Überpowerung oder keine Ahnung, wie man sagt. Wenn ich da jetzt das Auto überfahre, bringt das halt wesentlich wenig mir. Und ich habe schon grün-grün, also da ist auf jeden Fall noch Zeit in der Strecke drinnen. Natürlich auch Glücklichkeits-, also halt das Wort, das man hier sucht, ist natürlich auch ERS. Also wenn du da viel ERS hast, wird das noch interessanter. Jetzt bin ich so nah wie noch nie an Charles Leclerc dran. Das kann was werden. Ja, das hat nicht ganz gereicht für die schnellste Rennrunde. Jetzt im Windschatten gehen wir hier links außen wieder. Das hat sich heute sehr oft bewahrheitet, dass das reichen wird. Ja, aktuell mal noch nicht. Vielleicht kann ich hier tatsächlich innen was besser machen. Ja, 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 es reicht. Es reicht, es reicht, es reicht, es reicht. Bis er neben die Strecke gekommen. Aber sonst reicht es. Wir sind auf dem zweiten Platz. Again. Ja, wir sind wieder hier. Und das nach dem sehr verkorksten, ja, nach dieser sehr verkorksten eher Overcut-Versuchsstrategie, die ich nie wieder probieren werde. 1,7 Sekunden trennen mich zu Norris. Das hatten wir heute auch schon mal again. Also, ich hoffe natürlich, dass wir da weitaus deutlich näher dran kommen werden. Aber eins ist fix. Eine Frage muss ich mir halt noch brennend stellen. Reicht das mit den Reifen? Es sind noch tatsächlich 8 Runden zu gehen und die haben halt auch schon 11%. Wann waren wir drin? 11., 10. Runde? 10., 11., 12., irgend sowas. Also wir fahren jetzt mittlerweile circa 5, 6 Runden mit diesen Satzreifen. 12% nach 6 Runden. Jetzt sind wir aber allerdings wieder in Schlagdistanz, denn eine halbe Sekunde sind wir dran und das wird dann hoffentlich reichen, dass wir dann hier den wichtigsten Overtake des Rennens ja, machen können. Ich hätte es nicht mehr geglaubt, die Reifen ja, sprechen auch schon ein bisschen gegen uns, aber Norris kann nicht viel bessere Reifen haben. Wir sind hier tatsächlich mit nicht mal 4 Zehntel Rückstand an Lando Norris dran, der uns, ich kann es nicht anders sagen, in Silverstone geroastet hat. Aus der letzten Kurve, noch nicht raus, das ist die vorletzte, jetzt aus der letzten Kurve raus. Leute, könnte das reichen, um Lando Norris hier zu attackieren? Das wird eher knapp werden. 5 Zehntel ist schon eine Hausnummer. Wir saugen uns dran, 4, 4,6, 4,5. Unter 4, unter 3, wage ich es? Ich wage es. Ich mache die Lenkung auf. Ja, komm da viel zu weit neben die Strecke, sammel den ganzen Pickup auf und da kommt innen Norris ohne Probleme wieder durch. Das war schon mal so ein bisschen, dass Norris weiß, jupp, ich bin hier, aber ja, quasi gebracht hat das nicht viel, das hat eher Zeit gekostet. Den Berg hoch, da ist schon, bin ich schon eigentlich gewohnt, dass wir hier 2-3 Zehntel verlieren. Im Mittelsektor muss ich dann tatsächlich ein bisschen wieder angasen. 6 Sekunden, Verstappen nur noch auf dem 5. Platz, Hogger und Leclerc an ihm vorbei. Das finde ich ein bisschen schade. Gelbe Flagge, bitte nicht schon wieder. Bitte nicht schon wieder irgendeinen Safety Code. Also wir haben nur noch 3 Runden, Leute. Reißt euch doch mal zusammen, wirklich. Aus der letzten Gruppe raus, das muss jetzt sitzen. Da sind wir jetzt unter 6 Zehntel dran. Naja. Nein. Dennis Hogger. No way, der Arme. Dennis Hogger ist wieder draußen aus dem Rennen und mir geht ein wenig die Zeit aus. Es ist möglich noch ihn zu überholen, aber das wird knapp. 24. Runde, wir gehen erneut in Turn 1 rein. Viel später gebremst als er, aber diesmal auch die Kurve bekommen. Wir übernehmen in der vorletzten Runde die Führung, Leute. Wenn ich das tatsächlich durchhalte, wäre das so ein unfassbar schwieriger Sieg geworden. Boah, direkt hier mit einem fetten Oversteer. Mann, drückt uns die Daumen. Das könnte nochmal was werden und das schießt er innen noch durch. Da kann ich aber kontern, bleib vorne. Und das hat mehr Zeit für ihn gekostet, als ihm das Ganze gebracht hat.
76% DRS. Ja, es ist halt doch eine Strecke, wo man viel bremsen muss und kaum irgendwie abkürzen. Irgendwie, auch das ERS verbraucht 13. Das wird noch einmal sehr knapp, Leute. Das wird noch einmal sehr knapp. 25. Runde. Lando Norris zieht außen vorbei. Reicht es dennoch, um uns hier innen zu behaupten? Es reicht, Leute, hier mit einem leichten Übersteuern. Es reicht, Leute. Wir bleiben vorne. Yes, Mann. Ich glaube, wir gewinnen heute tatsächlich das Rennen. Und das, obwohl es eigentlich im Regen so geschienen hat, als ob ich kaum irgendwie was finden könnte. Jetzt noch ein paar Replays als vorhin. Das war der Restart in Runde 16. Da bin ich innen noch ganz, ganz vorsichtig an Max Verstappen vorbeigegangen. Die Zickzack-Kurve nicht immer ordentlich erwischt. Doch da waren wir, glaube ich, on point mit einem leichten Übersteuerer. Und ja, ich liebe halt solche Zeitlupenaufnahmen auch, weil die sind halt wirklich cool. Da siehst du halt auch, was du da geleistet hast teilweise. Das gefällt mir sehr gut. Und hier dann an Turn 1 war 2 in Richtung Turn 3 war ich dann an Sainzi vorbei. Und da hätte eigentlich mein Teamkollege dranbleiben müssen. Wir sind jetzt hier mit knappen 9/10 Vorsprung vorne. Das wird reichen. Wir gewinnen den großen Preis von Ungarn und ich würde sagen verdient. Das war eine Leistung, auf die unsere Sieger des großen Preises von Ungarn eindeutig stolz sein können. Stefan, was haben Sie im heutigen Rennen besser gemacht als die anderen? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Eine sensationelle Leistung der drei Fahrer, die sich jetzt zum Podest begeben. Das war ein interessanter Grand Prix, das ist sicher. Fahrerrangliste an. Der Wissenschaftler vergrößert den Vorsprung in der Meisterschaft. Max Verstappen wurde nur Fünfter. Das ist bitter. 114 Punkte Vorsprung. Also die Weltmeisterschaft, glaube ich, ist gelaufen. Das Auto ist top on point. Und ja, auch die Audis machen extrem Spaß. Der neue Teamkollege macht noch nicht zu viel Auge. Aber vor allem ist eines konstant und sehr, 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 sehr stark. Das muss ich auch sagen. 30.000 Schaden. Das kann man noch verbessern auf jeden Fall. Aber sonst war das wirklich ein sensationelles Rennen. Belgien steht als nächstes an. Das Sprint-Wochenende again. Schaut gerne auf TikTok vorbei, auf itz_tobi. Aber vor allem auch gerne auf Instagram, it_gaming. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder später wieder hier. Abonniert auch gern kostenlos den Channel. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich auch gerne über ein Däumchen rum freuen. Wir nehmen einen neuen Sponsor, wo wir auch wieder ein paar Probleme bekommen würden. Vielen, vielen Dank. Bis später oder morgen hier und ciao.